So, dann begrüßen wir sehr herzlich Uwe Granz, ehemaliger LKA-Präsident von Thüringen und nationaler Experte für organisierte Kriminalität in Osteuropa bei Europol. Ist das richtig soweit? Wunderbar. Genau, herzlich willkommen. Herr Granz, Sie sind heute nicht als Jurist hier gewesen, sondern Ihr Schwerpunkt im Zusammenhang mit der Corona-Epoche und der Aufarbeitung liegt vor allem auch Augenmerk auf WHO, Rolle der WHO. Möglicher Umgang und mögliche Regulierung künftiger Pandemien. Wir erleben gerade im Moment den WHO-Vertrag, der unbedingt durchgepeitscht werden soll, der im Prinzip, kann man sagen, supranationale Kontrollmechanismen etablieren soll, die die Souveränität von Staaten aushebeln. Können Sie dazu kurz was sagen für unsere Zuschauer? Das meiste haben Sie ja schon gesagt. Es ist genau der Punkt. Ich bin bei Gott nicht entfernt von dem, was ich früher gemacht habe. Ich bekämpfe auch heute noch die organisierte Kriminalität. Und was da stattfindet, ist momentan fast dasselbe wie organisierte Kriminalität. Es geht darum, den Staaten die Souveränität zu nehmen. Wenn diese beiden Elemente, die jetzt diskutiert werden und am 21. Mai in Genf verhandelt werden, das eine ist die Gesundheitsvorschrift, die internationalen Gesundheitsvorschriften, auf Englisch International Health Regulation, IHR. Mit diesen Gesundheitsvorschriften wird die WHO gewaltig in die Souveränität der Staaten hineinregieren. Es werden keine Empfehlungen mehr ausgesprochen wie früher. Das WHO ist ja ein Empfehlungsorgan zur Bekämpfung der Seuchen und der Infektionskrankheiten, sondern es werden Weisungen ausgesprochen. Das ist ein erheblicher Unterschied, wenn man dann sieht, dass plötzlich Kontrollmechanismen eingerichtet werden, Kontrollräte, da werden Kontrollkommissionen in Mitgliedstaaten hinein entsandt, die dort überprüfen müssen, ob das alles richtig umgesetzt worden ist, was die WHO so verzapft hat. Und ähnliches, viele Sachen mehr. Nun muss man in dem Zusammenhang ja wissen, dass die WHO selbst ja kein demokratisch legitimiertes Gremium ist. Und welche Auswirkungen ergeben sich damit auch aus verfassungsrechtlicher Sicht, jetzt speziell von Deutschland aus betrachtet? Das war meine Hoffnung, dass ich hier bei der Tagung der AFA, der Anwälte für Aufklärung, dass ich da andocken kann und sagen kann, bitte, wo ist der Verfassungsrechtler, der hier mal eine gültige Aussage macht zu diesem Thema? Denn die Verfassungsrechtler haben sich, soweit ich das in der Literatur sehen kann, bisher mit vornehmer Zurückhaltung geübt und haben dazu keine echte Position ergriffen. Wir wollen aber deutlich machen, dass derjenige, der dorthin fährt, also Karl Lauterbach in diesem Fall und die 24 Kommissionsmitglieder, einschließlich der drei vom Bundeskriminalamt, wo ich mich ernsthaft frage, was machen drei BKAler? Was machen drei Kriminalbeamte bei einer Delegation zur Einrichtung einer Gesundheitsvorschrift, wenn es nicht um die Umsetzung, um die zwanghafte Kontrolle geht? Also was machen diese 24 Leute? Wenn die zustimmen, begehen die eigentlich Hochverrat. Das ist der Punkt, den ich auch gerne verfassungsrechtlich und hochjuristisch geprüft sehen möchte. Und deswegen werden wir am Montag von dem Verein Mediziner, Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie werden wir noch einmal ganz gezielt die WHO-Richtlinien, die Gesundheitsvorschriften, beide, die vorbereitet werden für das Jahr 2024, dort werden die ratifiziert, nicht ratifiziert, da werden die abgestimmt darüber, dann geht der Vertrag, geht dann in die Ratifizierung über und ist dann bundesweit Recht. Und da hat noch kein einziger Parlamentarier, kein einziger Bundestagsabgeordneter, kein Landtagsabgeordneter, niemand hat darüber befunden bis jetzt. Das wird nicht diskutiert. Man kann ja sagen, das, was hier innenpolitisch zurzeit ja oftmals so als politischer Krampfbegriff neuerdings formuliert wird, die Delegitimierung des Staates erfolgt hier im Prinzip, kann man sagen, auf einer höheren Ebene. Ne? Das hätte ich jetzt sagen können, ist genau mein Satz, den ich vor wenigen Wochen geschrieben habe, über Delegitimierung des Staates als Extremismus formuliert, hat Haldemann in seinem neuen, seit einem Jahr schon bestehenden Bericht über den Verfassungsschutzzustand Deutschlands, aber die Delegitimierer sitzen eigentlich mittlerweile in der Regierung. Wobei das natürlich sich nicht nur auf das Thema Gesundheit beschränkt und Pandemien, dasselbe erleben wir im Prinzip tendenziell beim Klima, das erleben wir beim Global Pact on Migration in vielen anderen supranationalen Belangen. Sie sagen das, genau das ist der Punkt. Das ist einer der Unterpunkte dieses Vertrages. Der wird sich mit One Health Approach, also eine Welt Approach, dieser Ansatz wird einheitlich sein. Bezieht sich dann nicht mehr auf eine Frage der Seuche und bezieht sich nicht mehr auf eine Frage der Gesundheitsvorschriften und der Umsetzung mit den entsprechenden Identifizierungsmöglichkeiten, mit einem Impfpass und so weiter. Es bezieht sich auf die Tiere, auf Tierhaltung, es bezieht sich auf die Landwirtschaft, es bezieht sich auf unsere Lebensmittel, es bezieht sich auf unser Klima. Es wird eine Weltherrschaft aufgebaut,
die seinesgleichen sucht. So etwas gab es bisher noch nicht. Und ohne demokratische Legitimation? Ohne jegliche demokratische Legitimation. Und das kann nicht sein. Wir haben also deswegen auch intensiv das Bundeskanzleramt nochmal angemahnt. Es möge bitte dem Karl Lauterbach verbieten, zuzustimmen mit seiner Delegation. Dieses Papier gehört erstmal in die demokratische Diskussion. Das ist das Mindeste, was ich erwarte, bevor so ein Abgeordneter oder ein Delegierter oder ein Gesundheitsminister nach Genf fährt, um die Fingerchen zu heben zu einem Gesetzesentwurf, der unser gesamtes demokratisches Rechtsstaatsprinzip aufhebt. Dann muss erst mal im Parlament darüber geredet werden. Es gibt ein einziges Parlament, das dieses Papier bisher diskutiert hat. Das ist das Englische. Das war das einzige Parlament, das bisher überhaupt darüber gesprochen hat. Na gut, also im Lichte der Erfahrungen der letzten Jahre bleibt ja leider zu befürchten, dass Lauterbach sich da keineswegs seiner Stimme enthalten wird. Ja. Das befürchte ich auch. Dann kommt hinterher eine Anzeige wegen Hochverrat. Dann wollen wir sehen, wie die Generalbundesanwaltschaft das Thema behandelt. Und dann wollen wir sehen, ob das hinterher nochmal Bestand hat, wenn die Wahl ansteht. Dann kann der Wähler noch wenigstens den Notanker werfen und dann sagen, hör mal, du hast jetzt so viel Mist gebaut, lieber Karl, jetzt bleib mal daheim. Das wäre sowieso überfällig, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Herr Kranz, vielen lieben Dank für die Worte und alles Gute für Sie. Danke, ciao.